Es geht um ein Casting und die Models müssen sich ja beim Casting immer möglichst auch schnell umziehen. Diesmal werden keine Frauen gesucht, sondern tolle Männer, gut aussehende Männer. Und wir haben unseren Spaßzauberer Simon Pierrot dahin geschickt und der schlägt sie alle. In diesem Studio wird ab sofort Deutschlands nächstes Topmodel gesucht. Und zwar von ihm, Lockvogel Olli, alias Jean-Jacques Couture. Er behauptet, ein wichtiger französischer Modedesigner zu sein, der die richtigen Typen zur Präsentation seiner neuesten Kollektion sucht. Gecastet werden ausschließlich Männer. Die sehen alle gut aus, sind voller Hoffnung und haben keine Chance. Hier kommt schon der Erste. Ah, hallo? Alex? Alexander eigentlich richtig, aber Alex geht auch. Ich bin Jean-Jacques Couture. Guten Tag. Guten Tag. Wir machen hier heute ein Casting. Und wir müssen noch ein bisschen warten, denn der zweite Kollege hat Verspätung. Ach so, ist immer zu zweit oder wie? Genau. Okay. Und hier kommt sein Gegner, Spaßzauberer Simon Pierrot. Oh, schon wieder zu spät. Dabei bin ich doch heute zum großen Model-Casting eingeladen. Und da kommt es vor allem auf schnelle Kleiderwechsel an. Aber das ist für mich kein Problem. Denn ich habe schon geübt. Also ich umzuziehen, aber dieses geht nicht. Herr Simon, Sie sind zu spät. Hallo, wir haben noch viel zu tun. Grundsätzlich kurz noch einmal, der Kollege hat es noch nicht gehört, ich erkläre es gerne, denn ich lege großen Wert heute speziell auf die Geschwindigkeit von der Kostümwechsel. Verstehen Sie, was ich meine? Aus, an, weg, wieder ran. Und die möchte ich von Ihnen beiden, suche ich mir einen aus, der mir zusagt. Und einer von euch wird heute quasi der Gewinner sein, mit dem ich hoffentlich sehr lange zusammenarbeiten kann. Jetzt bitte ich Sie, so schnell wie es geht, in diese neue Kostüm zu schlüpfen. Mit, meine Herren, es geht los. Es geht los. Sehr gut, geben Sie sich Mühe. So, mit, meine Herren. Um die Ecke und rein in diese Klamotten. Schnelligkeit. Herr Simon, wunderbar, Sie sind sehr schnell. Sehr gut. Herr Alex, Sie haben Probleme noch? Nö, ich habe die Krawatte zu kurz gebunden, aber. Was glauben Sie, woran liegt das? Haben Sie Probleme mit Umziehen? Ich habe jetzt zum Beispiel auch jetzt hier beim Wechsel Krawatte hat ein bisschen gezogen, deswegen. Also die paar Sekunden merkt man halt, aber. Natürlich, er war sonst sehr, sehr schnell. Ja. Seien Sie einfach Michael Schumacher der Mode. Sie müssen schnell sein. Herr List? Ah, guten Tag. Wir haben natürlich nicht nur ein Model gegen Simon antreten lassen. Das hier ist Opfer Nummer 2. Es muss schnell gehen. Die Zeit ist so schnell. Ich möchte mit der Zeit gehen. Ich möchte schneller sein mit der Zeit. Jawohl. Ja. Deshalb machen wir jetzt Outfit 4. Und es kann losgehen. Wit, meine Herren. Beeilen Sie sich. Und achten Sie mal drauf, es gibt keinen Schnitt, keinen Videotrick. Das Umziehen dauert genauso lange, wie Sie jetzt hier sehen. Und zwar inklusive Hose. Herr Simon, Sie überraschen mich. Wit, meine Herrschaften. Wit. Ein bisschen Einsatz. Wit, Herr List, wo sind Sie? Ah, es ist auch nicht schlecht. Sie holen auf. Wit, es geht los. So schnell ist keiner. Ja, Simon, Sie sind sehr schnell, Sie sind sehr, sehr schnell. Und beeilen Sie sich und achten Sie auf die... Ja! Das geht doch gar nicht, wie geht denn sowas? Simon, Sie haben nicht mal 4 Sekunden. Ich bin auch ein bisschen verrenkt. Geht denn das? Sie machen mich sehr neugierig. Ist unglaublich. Du kannst ja damit zu wetten, dass... Da könnte man vielleicht viel Geld verdienen mit dieser Fähigkeit. Ich sag dir, kannst du wetten, dass? Das ist unglaublich, wie verstehe das. Ich verstehe das nicht, wie das geht. So, er ist gerade hinter verschwunden und plötzlich da. Ja, kommt her. Ich habe noch nicht mal auf die Uhr geguckt und schon ist er wieder neu. Und. Wie? War ein kleiner Test. Sehr gut. Jetzt ist mir schon ein bisschen schneller vorgekommen.
Aber Spaß beiseite, wir legen los. Wie, meine Herrschaften, legen Sie zu. Zeigen Sie mir, wie schnell Sie sein können. Das ist ein guter Job. Ich buche Sie für längere Zeit. Wenn Sie wollen, können Sie mir quer durch Europa reisen. Von Nogales bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Sehr gut, ich bin überrascht, immer wieder aufs Neue. Ernest, wie geht es Ihnen? Sie waren wieder zu langsam. Wit, und los geht's. Schneller, geben Sie Ihr Bestes. So schnell ist keiner irgendwo. Von Nogales bis Madeo, die schnellste Maus. Sehr schnell, unglaublich schnell. Schneller, Herr Raimo, enttäuschen Sie mich nicht. Noch nichts ist verloren. Wie machst du das? Schnell. Du schaffst aber den Knopf zuzuwahren. So, ich denke, jetzt machen wir kurz eine Einzelvariante. Vielleicht tun Sie sich ein bisschen leichter, wenn der Kollege nicht parallel drüben sich umsieht und Sie haben einen Zeitdruck im Hinterkopf, sondern Simon, wir beide gucken jetzt und erwarten ein möglichst schnelles Umgleiten von Ihnen. Es wird ernst. Okay. Ich drücke auf meine Uhr und sage, wit, es geht los. Beeilen Sie sich und überraschen Sie mich positiv. Wir haben 4 Sekunden, 7 Sekunden. Wir sind über der 10-Sekunden-Marke und denken Sie daran, ich will... Sehr gut, sehr gut. Wir haben 11 Sekunden. Ich drücke auf meine Uhr, Herr Simon. Wit, es geht los. Wir haben 3 Sekunden. Sehr gut, wir haben 4 Sekunden. Das ist unvorstellbar. Herr Raimo, gibt es einen Weg, wie wir uns annähern an diese Zeit? Ich sag, ich gebe mein Bestes, aber das ist ja demoralisierend, was er da macht. Jetzt kommt das Schwierigste. Herr Simon, geben Sie Ihr Bestes. Wit. Schnell, machen Sie. Wir sind bei 5 Sekunden, Herr Simon. Ist unglaublich. Ich glaube, meine Entscheidung für die Kollektion zum Vortragen fällt auf den Herrn Simon. Aber ich habe noch eine Variante, sie gefallen mir sehr gut. Aber nur als kleine Aufgabe hätte ich gerne noch, ich gebe Ihnen einfach dieses T-Shirt und Sie müssen dieses T-Shirt so schnell wie möglich anziehen. Bitte sehr, geben Sie alles, wit, schnell. Jawohl, das geht wunderbar, wunderbar. Und wissen Sie was, es steht Ihnen sehr gut. Es steht Ihnen gut. Und ich glaube, Herr Simon wird Ihnen sagen, in welcher Show Sie teilnehmen. Also eins darf ich sagen, du bist mit Sicherheit mit Abstand das bessere Model. Aber ich bin der beste Zauberer. Und weißt du, wo du bist? Bei Verstehen Sie Spaß. Du hast gelesen, herzlich willkommen in der ganzen Sendung. Verstehen Sie Spaß.